Sind wir auch schon wieder zurück bei Let's Play Cities in Motion. Ja, ich würde das letzte Mal hier gerne Zubringer bauen, weil ich das Krankenhaus gerne mit einbeschließen würde und die Kirche gleich mit. Wenn wir hier an die Tankstelle noch gehen hier und dann hier an der U-Bahn den Zubringer bauen. Und dann würde ich auch sagen, wir gehen hier rum und bauen dann gleich unsere Buslinie. Hui! So, so. Hallo, kann ich da ran? Oh, die Pensionäre mögen. Alter, man, neuen Zentralstadion, das heißt erstmal ein. Eigentlich heißt das drei, aber egal. Wo kann man eigentlich seine Netzabdeckung sehen? Das würde ich gerne mal wissen. Wie läuft's hier? Naja. Es wird langsam, es wird langsam. Dem Bus geht's eigentlich ganz gut. Der U-Bahn auch. Und wir machen auch schönes Plus. Sehr schön. Lassen wir es mal schnell laufen, so richtig schnell. Sind das Ticketverkäufe hier? Keine Ahnung. Fußgänger. Kommt der her? Wo willst du hin? Okay. Alle in die U-Bahn hier. Oh ja, der Bus, der sieht gut aus. Hier stehen sechs Leute an, da neun schon. Oh, die Firmenreputation werden wir uns gleich mal angucken. Fantastisch ist die. Die ist krass. Okay, das war jetzt nachgemacht. Und ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen auf die andere Seite hier gehen. Wie viele Arbeitsstätten sind da hier? 15, 30, 45, 60. Ja, okay. Sind fast 100. Und hier unten im Großmarkt, da arbeiten ja auch 40. Ah, geiler Ton. Ah, okay. Was sagt denn hier? Unsere Straßen waren 54. Okay. Also die ist wohl fantastisch hier, die Reputation. 2 Millionen machen wir plus. Oder 2000, keine Ahnung. Ich weiß es immer noch nicht. Sieht ja sehr gut aus. Die Kirche könnten wir noch mit einbeziehen. Also gehen wir mal von der Bushaltestelle aus hier und gehen hier rüber und dann auf die andere Seite wieder zurück. Gehen dann hier lang. Ah nee, das geht jetzt schlecht. Da bräuchte ich dann hier eine Bushaltestelle, aber das mache ich trotzdem. Und dann bauen wir unsere nächste Buslinie. Nehmt die Haltestelle hier. Was? Achso, ich dachte gerade. Nehmt erstmal. Naja. Erstmal zwei Kleidebusse. Weil ich nicht so genau. Weil ich nicht glaube, dass das so. Oh. Weil das nicht so viel ausmacht hier. Das, also die Linie ist, glaube ich, nicht so doll rentabel. Oder sagen wir so, die brauchen nicht so viel Passagiere. Na doch, da waren schon sechs, aber das können die noch locker alle abfertigen hier. Naja, ich glaube, das kriegen die hin. So, die zehn kriegen die auch hin. Haben ja zehn Platz in ihrem, keine Ahnung. Und, achso, ich dachte gerade, wir haben eine Aufgabe, aber... Jetzt ist sie auch schon hervorragend. Und die U-Bahn läuft super. Super läuft die U-Bahn.
Dann können wir vielleicht auch gleich die nächste U-Bahn bauen oder die erweitern. Nämlich vielleicht ungefähr auch zur Autofabrik hier oben. Weil die hat ja auch 230 Arbeitsstätten. Das werde ich gleich mal machen. Da wollen vielleicht ja auch viele hin. Und dann gucken wir gleich mal in den Untergrund und sehen. Ah, oh, geil. Mal gucken, wie ich das hier schaffe. Ja, lange Strecke ist das, aber 5.000 kostet es uns und das denke ich, das können wir uns leisten. Jetzt gehen wir noch neue Linie ein. Gehen wir in den Untergrund und machen einen auf den hier. Gorki-Straße. So, und wieder zur Gorki-Straße zurück. Das wird uns erstmal nur ein Fahrzeug kosten, weil mehr braucht man für zwei Stationen jetzt nicht. Wer will denn zur Autofabrik? Einmal Autofabrik, bitte einsteigen. Ich denke auch, ich werde hier eine Buslinie rüberführen, weil ich gerade sehe, hier sind richtig viele Arbeitsstätten. Und dann hier rüber. Und dann zur U-Bahn-Linie. Und hier wieder zurück. Da bräuchten wir auch schon einen ziemlich großen Bus. Weil das ja ziemlich viele dort arbeiten. Und die Linie schließen. Wir nehmen erstmal zwei diese Busse hier. Wir haben ja viel Geld eigentlich erstmal. Und mal, da stellen sich schon viele Rennen hier. Ist ja auch wie so ein kleiner Zubringer zur U-Bahn. Was ist hier oben noch? Antennenmast. Und die Reputation steigt kräftig, deftig, megamäßig in die Höhe. Das ist super. Richtig krass. Ach man, ich liebe das einfach. Hier hinten könnten wir nochmal eine Buslinie machen. So als Special-Buslinie, weil wir auch keine Buslinien bauen. Hier lang und dann am Kino vorbei. Was wir dann so machen. Und dann eine super-duper-Linie draus bauen. So. Und so. Fahrzeuge verwalten. Erstmal ein großes Fahrzeug. Ich denke nicht, dass wir so viele brauchen. Das war auch ein großes Bürogebäude, aber weiß ich nicht so genau. Gucken wir mal, wie das so läuft. Oh ja, da stellen sich schon welche hin hier. Am Kino. Was geht ja los hier? Oh mein Gott. 27 sind da schon. Ach du Scheiße. Da brauche ich auf jeden Fall einen neuen einen Bus mehr. Also das ist ja steht fest. Alter, da stehen sich schon 50 Leute stehen da schon. Eiskalt. Alter Verwalter, da ist was los, sag ich euch. Alter. Aber ich glaube, das kriege ich hin. 34 Leute stehen da jetzt. 40, immer mehr, immer mehr. Hier auch. Hier geht's auch nicht so richtig. Naja, okay. Wie läuft's hier oben so?
Aufgabe. Geil. Einen guten Tag wünsche ich. Ich bin Scheich Hassan. Ich richte hier in Ihrer schönen Stadt eine Firmenfinale ein. Filiale. Habe aber keine Schwierigkeit, Angestellte zu meinem kleinen Büro zu bringen. Können Sie mir helfen? Wenn du schon so ein Scheich bist, dann kannst du auch von deinem Monstergeld, vor allem, was ist das denn für eine Entfernung, ganz ehrlich? Für 100.000 würde ich es machen. Aber bei 3.000, da kannst du vergessen. Manometer. Oh! Da ist ja was los. Da ist ja was los. Da ist was los. Ob ich da jetzt nicht noch eine zweite nehme? Weil das geht ja richtig ab da. Ach du Scheiße. Naja, U-Bahn-Linie 2 kriegt noch einen billigen Wagen. 2, 2, 1, 2. Ich will bei dem Musketeer hier. Hat wenig Stromverbrauch. Naja, so sieht es ja eigentlich schon ganz gut aus. Oh, hier ist ja. Was ist los? Was ist los? Uiuiui. Aber das kriegen die Busse auch hin. Und da ist es gar nicht mehr so schlimm. Hallo, ist denn jemand da? Vielleicht könnten wir ja nochmal hier noch so eine kleine Linie hinbauen, ne? Ich denke auch, wir könnten schon mal vorbereiten, hier eine U-Bahn hinzubauen. Weil das ist ja ziemlich gut. Hier. Dann geht die vielleicht hier so rüber. Hier so. Und dann zum Bahnhof. Das kann ich mir eigentlich schon leisten. Hier. Ach ne, da komme ich gar nicht. Falsch. Na, da komme ich runter. Super. Da komme ich auch wieder hoch. Perfekt. Oh, das war's ja schon. Das war's ja schon. Linie 4 der U-Bahn. Einmal hier. Einmal hier. Über den Rathaus. Und dann hier. Ich müsste auch mal überlegen, vielleicht eine doppelte U-Bahn-Station zu bauen. Wäre vielleicht auch besser. Nehmen wir wieder zwei, so wie immer. Weil das ist ja schon ziemliches Chaos hier. Warte, habe ich die überhaupt? Ich habe die doch, ne? Ja, hier. Neuer Bus verfügbar. Na, welcher ist es? Der Jubilee Kompakt. Keine Ahnung, ob der so gut ist. Also ich glaube, ich bin jetzt mal kurz der Meinung, ich mache nochmal alles weg jetzt. Also ich deaktiviere kurz alle Linien, weil da mache ich hier eine doppelte U-Bahn-Station hin, das ist besser. Mache ich kurz hier auf Pause. Aber sagen wir mal so, das mache ich in der nächsten Folge. In einer Minute mache ich das jetzt nicht, das ist blöd. Habe wenigstens was vor für die nächste Folge. Alter, da stehen ja schon voll viele. Und hier auch schon. Naja, das rentabilisiert sich ja gut hier. Und dann warten wir noch mal ganz kurz hier, schauen uns das Jubelgetrubel die letzten Sekunden an. Und ich sagte mal schon jetzt, tschüssi, bis zum nächsten Mal.